Willkommen, mein Name ist Lutz Reinhardt und ich möchte Ihnen heute die Vor- und Nachteile vom Tommy M Sofa Unlimited 3 zeigen. Dies ist jetzt hier die Ausführung 3 Sitzer mit Rahmen Eiche in Leder Diesel Brandy. Nun, Vorteil Nummer 1, kubische Grundform, klassische Form, geht nie aus der Mode, kann man gut kombinieren, kann man immer sehen. Bisschen softer wie früher gemacht, aber immer noch gleichbleibend. Eigentlich ein Machaike-Sofa, wie man es sich wünscht. Zweiter Vorteil, naturbelassenes Leder, Diesel. Was ganz Besonderes, weich im Griff. Alle Naturmerkmale sichtbar. Das ist auch ein Nachteil, wenn man das nicht will. Wenn man eine einheitliche Oberfläche will, ist das Sofa nicht. Und natürlich wird so ein Sofa etwas speckig mit der Zeit. Soll es ja, wenn man das nicht mag. Nachteil, dann bitte nicht kaufen. Hohe Bequemlichkeit hier. Sie haben hier abnehmbare Kissen. Macht der Thomas Machaike ganz gut mit diesem Ziehband, was man hinten einsteckt. Soft, aber nicht zu soft. Die Armlehnen sind fest. Der Sitz hier ist per Klettverschluss festgemacht. Kann man also zum Säubern auch wegnehmen. Ich habe hier genügend Platz, um hinzulegen. Ich habe eine ganz stylische Form, hier diese Kassettenabsteppung führt dazu, dass hier der Bezug nicht zur Faltenbildung tendiert. Das Leder ist einfach klasse. Vom Griff her, das ist für mich Leder. Das ist einfach ein geiles Leder. Mein Tipp, kombinieren Sie so ein Sofa mit einem Relaxmöbel, mit einem Relaxsessel, mit einer Liege und Sie haben eine kleine Wohnkombination, die ihren Raum aufwertet. Weniger Sitzplätze, aber hochwertige Sitzplätze. Unlimited 3 gibt es in dieser Ausführung gerade bei profischnapp.de als Schnäppchen. Es ist ein Messestück zum unfassbaren Preis, aber nur einmal, nur dieses Stück Ende Januar 2020. Und wenn es weg ist, ist es weg. Ich freue mich, wenn Sie mich hier in 72186 Empfingen besuchen an der Bodenseeautobahn, 50 Kilometer von Stuttgart weg, finden Sie uns. Wir haben immer Freitag, Samstag oder nach Terminvereinbarung geöffnet oder unter profischnapp.de im Netz. Dankeschön, Ihr Lutz Reinhardt und tschüss.